meine großen und kleinen Duftlädle-Fans, wie geht's euch denn so? Ihr dürft gespannt sein, es ist wieder Whiffbox-Time! Ja, meine Whiffbox ist schon da und da soll dieses Mal ja wieder so ein Bombeninhalt drin sein. Ich bin gespannt, ob es auch wirklich so ist, weil es ist knapp 80 Euro, glaub, Warenwert im Paket drin. Und es ist eine ganz, ganz tolle Box für jemand, der jetzt Sensi noch nicht kennt und der Pinguin-Fan vielleicht ist. Für den ist diese Box auch eine, ja, ein Must-Have. Da steht sie schon und ich packe sie jetzt zusammen mit euch aus. Wer es nicht sehen will, schaltet wie immer wieder weg und aus und ab. Und ja. Die sieht zwar klein aus, aber der Inhalt ist genial. Also, passt auf. Aufmachen. Zack, zack. Es klemmt. Es klemmt sehr. Ich will dich auspacken. Komm. Sag mal. Packt man die jetzt anders aus? Nein. Alter Verwalter, ist die zu. Ah, jetzt. Sie ergibt sich. Juhu. Juhu. Ja, es ist drin. Ja. Wie geil. Schaut mal, da ist es, der Inhalt. Juhu. Ich freue mich. Ob ich wohl Pinguin-Fan bin, wer weiß. Also. Wo steht's in Deutsch hier? Leise rieselt der Duft. So, also ich stelle ihn ein bisschen zur Seite, denn wir haben nicht viel Platz auf dem Tisch. Uns empfängt ein Christmas Cottage Cider Scent Circle. Christmas Cottage Sitter hatte ich in der Christmas Collection Box vorgestellt. Wartet. Hier ist sie. In der Scentspirations Box, genau. Da hatte ich den Christmas Cottage, weil der ist da auch drin. Wenn ihr die Box kauft, ist dieser Scent Circle auch drin. Also nochmal Werbung für die Box machen. Die Düfte, die waren. So. Aber. Wir sind ja bei der Whiffbox, also Scent Circle in der Whiffbox. Dann ist drin ein Slade Ride. Jetzt lass mich kurz überlegen, wo der drin ist. Oder ob der drin ist. Oder ob das ein neuer Duft ist. Ich mach den mal auf. Ah, ja. Leute, den hatte ich schon geschnuffelt. Und wo war der drin? War der in der. Da stand immer die meine Box. Ich bin ganz aufgeregt. Merkt ihr das? Der Slate Rider war drin in dieser anderen Box. Ist auch egal. Also, hier, ein Bar ist drin. Dann kommt noch einer. Das ist der Karamell Praline Cake. Da haben wir auch schon dran geschnuffelt. In der anderen Box. Wir haben so viele Boxen im Moment. Meine Güte, meint ihr, es fällt mir ein? Da hinten steht sie. Wie heißt sie denn? Halleluja, Moment. So, pass auf. Hier in der Scent of the Season Box. Hier bin ich. Steffi ist wieder da. Juhu, Scent of the Season Box. Hier ist sie. Da war Karamell Praline Cake, glaube ich, drin. Ja. Und da war auch, glaube ich, der Slide Ride drin, oder? Nee, der Frosted White Pine ist da drin. Haha. Aber in der Scent of the Season Box Collection ist auf jeden Fall der Praline Cake drin. Den haben wir schon geschnuffelt. Aber der Slide Ride? Puh, oder ist es der Duft des Monats Dezember schon? Alter Verwalter. Also ihr seht, auch Sensi-Berater kommen durcheinander. Hammer. Hammer. Weil, too much.
und mein Hirn so klein, weil blond. Nein, nicht weil blond, aber ja. Also, wir haben hier auch noch ein paar. Da. Den kenne ich noch gar nicht. Meet at the Mistletoe haben wir hier. Jetzt, haha, auch das Gehirn einer Steffi Sensi Steffis Duftlädlerberaterin ist nicht so ganz durcheinander. Desta, Leute, Desta ist der Duft des Monats Dezember. Da schnuffeln wir jetzt zusammen ein. Ja, gut. So, passt mal auf. Ich habe ja da eben an diesem Slate Ride gerochen und habe gesagt, das ist geil, das ist echt geil. Ich liebe diese Tannendüfte, ja. Ich reiß jetzt die Dinger ganz ab, das ist mir jetzt wurscht. So, passt auf. Das sind beides Tannendüfte. Aha, okay, ich habe den Unterschied. Der ist tanniger. Und der ist süßlicher. Also der ist nicht ganz so tannig wie der hier. Witzigerweise riecht der hier vorne viel minziger, viel tanniger. Wie hier hinten. Und der ist so, da ist noch eine Vanillenote oder sowas mit bei. Oh. Duftproben. Richtig, richtig gut. Reinbeiß. Oh, ist der gut? Ja, der ist genauso gut wie unser Duft des Monats, den wir aktuell haben. Aber ich will euch nicht durcheinander bringen. Wir machen ganz zum Schluss nochmal einen Schnelldurchlauf, damit ihr das alles nochmal habt, was in dieser Mega-Wiff-Box drin ist. Weil ihr denkt ja jetzt so, 8,50 €, 8,50 €, 8,50 €. Die hat irgendwas von 80 Euro geschwätzt. Das kommt noch. Das kommt noch, weil hier haben wir schon mal eine Handcreme, die Handcreme Tinselberry, und die ist bei uns immer geschützt mit so einer Schutzfolie, die man dann abzieht. Und dann, da ich mir aber gerade die Hände eingecremt habe, macht das ja jetzt wenig Sinn, die aufzumachen. Und Tinselberry ist nicht meine Duftrichtung, sage ich euch auch gleich. Von daher lasse ich die zu und ja, ihr dürft da. Dann die Duftbeschreibung, die ist natürlich eingeblendet. Handcreme ist drin in der Whiffbox. Und jetzt kommen wir zu dem. Wie quietscht, da kann es nur gut sein. Es ist nämlich eine Duftlampe drin, und zwar eine Pinguin-Duftlampe. Ja. Und die Pinguin-Duftlampe, die sieht ganz süß aus. Macht zwar nicht so hell, aber sieht sau süß aus. So. Guck mal ganz vorsichtshalber noch in den Karton, aber er ist leer. Es raschelt, ihr hört es schon. Ich stelle es mal dahin. Und schaut mal. Oh, da ist sie. Das ist also praktisch unsere Pinguin-Duftlampe. Keine Angst, da kommt noch ein Stecker mit rein. Da ist er, der Stecker. Das ist eine Keramiklampe. Und Leute, jetzt habe ich die Finger da so weit reingesteckt, dass das wehtut. Ich hole euch. Oh. Merkt ihr was? Je öfter ich Videos mache, desto mehr verschwinde ich aus dem Bild. Also das ist der zusammengebaute Stecker bei einer Keramikduftlampe. Und jetzt muss ich nur mal gucken. Da ist jetzt nur ein dünner Gummiring drauf, der hält natürlich nicht so gut. Ich will aber den anderen nicht auseinanderfummeln. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Und so seht ihr dann. Ich habe so blödes Licht heute hier. Ist der nicht süß? Ist der nicht niedlich mit Weihnachtsmütze, der Pinguin? Eine kleine Mini-Duftlampe, wie immer hier oben ins Wachsschälchen passen zwei Wachswürfel rein. Ihr habt das passende Wachs schon. Es ist das Superstarter-Set theoretisch für jemanden, der Sensi ausprobieren möchte. Kauft euch die Whiffbox, holt euch die Whiffbox. Dann habt ihr so eine tolle Duftlampe. Hier im hinteren Bereich sind noch
kleine Löcher drin. Da wird das Licht, was die Glühbirne hier erzeugt, an eure Wand gestrahlt. So sieht es also von hinten aus, so von oben und so von vorne. Sieht mir irgendwie ein bisschen ähnlich, oder? Ich habe auch so kleine Mini-Äuglein. Ja, so, Schnelldurchlauf rückwärts, damit ihr jetzt, ich glaube, da aufgelistet seht, ich rück noch mal ein bisschen zur Seite, was in der Wiffbox alles diesen Monat drin war. Es lohnt sich also wirklich, holt sie euch und am besten, die kostet ja nur 75 Euro und fast 80 Euro waren, habe ich eben 50 oder 75 gesagt, meine Güte. Bin heute schon so langsamer, Steffi, langsamer. Die kostet ja nur 50 Euro im Club. Wenn ihr einen Club über 85 Euro abschließt, könnt ihr die für die Hälfte kaufen. Das heißt 25 Euro für diese geile Box. Haha. Und eigentlich sind fast 80 Euro Warenwert drin. Also Rückwärtslauf. Einmal der Wandstecker. Der Pinguin-Wandstecker. Wie heißt der überhaupt? Der heißt Tux irgendwas. Baby Tux heißt er. Genau. Dann ist drin ein Scent Circle. Dann ist drin eine Handcreme Tinselberry. Und dann sind noch drei Bars enthalten. Super zum Ausprobieren für jemanden, der ganz neugierig ist. Oder auch geil. Wisst ihr was? Das ist es. Die Idee. Es ist doch bald Nikolaus. Macht doch den Leuten eine Freude und verschenkt so eine Wiffbox. Genau, das wird meine Challenge. Meine Weihnachts-Sensi-Nikolaus-Challenge. Wie geil. Ja, cool. Seht ihr, wenn man Videos macht, dann fällt den meisten oder mir dabei auch was ein. Sehr, sehr schön. Also, wie gesagt, Wiffbox, toll, mega. Ich muss an meine Maus dran. Ich habe die abgebaut, zugebaut, so rum, um euch auf Wiedersehen zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht schaut ihr mir beim nächsten Mal auch wieder zu. Wenn ihr was bestellen wollt oder so, dürft ihr euch gerne bei mir melden. Ich lege auch euch gerne einen Shopping-Link an. Ja. Wenn ihr das wissen wollt, was das ist, da könnt ihr Warenwert und Halbpreisprämien sammeln. Diesen Monat gibt es noch für die ganz hohen Halbpreisprämien schaffen, sogar umsonst ein Deckchen, was dazu kommt. Und ja, umsonst ist es nicht ganz, aber ihr könnt es für die Hälfte kaufen, also als Halbpreisartikel kaufen, weil dann kriegt ihr nämlich noch einen zusätzlichen Halbpreisartikel. Ihr müsst die Decke nicht nehmen, ihr könnt sie nehmen. Ihr habt dann 5 Halbpreise in der höchsten Stufe und das ist doch schon mal wunderbar, oder? Und dann kommt noch der Warenwert hinzu. Also, wie gesagt, Shopping-Link ist immer gut. So, jetzt bin ich fertig. Und ich bin gerade eben wieder erschrocken, weil da stand Aufnahme starten, aber es stimmt nicht. Gott sei Dank, weil das letzte Mal habe ich ja so gequatscht und gemacht und getan und dann, ja, alles umsonst gewesen. Habe ich nochmal anfangen dürfen. So, jetzt aber. Tschüss.